Jetzt ein kleiner Ausflug in die Radwelt, denn wir alle vermute ich mal erinnern uns noch grob, wo wir vor 25 Jahren immer nachmittags gewesen sind im Juli, meistens nämlich vom Fernseher. Die Tour de France lief damals und Jan Ullrich gewann sie, fuhr in Gelb, holte dieses wertvolle Trikot und wir wussten alle plötzlich, was ein Hungerast ist und wir kannten Alpe d'Huez und all diese Begriffe, mit denen man sich vorher als Laie zumindest nicht beschäftigt hat. Jan Ullrich hat sich jetzt zu Wort gemeldet zur aktuellen Tour de France. Ende der vergangenen Woche war das und wir hören noch mal rein und schauen uns auch noch mal kurz an. Hallo zusammen, morgen startet die Tour de France und ich möchte es nicht versäumen, allen Fahrern, allen Teams, insbesondere unseren deutschen Fahrern, ganz viel Erfolg und alles Gute zu wünschen. Ich werde die nächsten 3 Wochen wirklich mit Spannung verfolgen. Der Beste soll gewinnen, ich drücke die Daumen. Ebenso möchte ich mich ganz herzlich bei euch für den positiven Feedback im Zusammenhang mit der ARD-Dokumentation, die gerade über mich läuft, bedanken. Natürlich habe ich mir die auch angeschaut und es hat große Emotionen in mir geweckt. Ich weiß, ich habe ein sehr intensives Leben hinter mir mit allen Höhen und Tiefen und natürlich weckt das große Emotionen. Das könnt ihr euch sicherlich denken. Jetzt muss ich auch schon wieder weiter, es ist verdammt heiß. Ich habe noch einige Anstiege zu bewältigen bis nach Hause und ich lasse wieder was von mir hören. Wir sehen uns, alles Gute, vielen Dank nochmal, euer Jan Ullrich. Ciao. Ja, soweit Jan Ullrich. Schön zu sehen, dass er derzeit offenbar gut drauf ist. Sehr schön, sehr schön. Ich lasse wieder von mir hören, Gott sei Dank. Und nicht nur, dass wir irgendwo was lesen müssen und nicht wissen, was wir damit anfangen sollen, vor lauter Elend. Super, toll. Ist eine Ikone des deutschen Sports, nicht mehr und nicht weniger. Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie den Namen Jan Ullrich hören? Sind Sie direkt 97 gelbes Trikot oder ist es das intensive Leben, was Jan Ullrich gerade selbst erwähnt hat, mit lauter privaten Ereignissen, die er aber auch in der Öffentlichkeit hat stattfinden lassen, beteiligt an einem Autounfall, nicht immer, Trennung, nicht immer wirklich gewollt, sondern auch manches ist über ihm zusammengebrochen. Vieles hat er falsch gemacht, wie ich finde. Nee, das ist komplizierter. Da müssen wir jetzt eine Viertelstunde Minimum drüber reden. Ein bisschen Zeit haben wir. Die ganze Doping-Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, dass er damit sauberer zu Ende kommt und sagt, er ist ja immer bei der Lesart geblieben, ich habe niemanden betrogen. Klammer auf, weil die anderen genau dasselbe genommen haben wie ich. Warum fällt ihm das so schwer? Ich weiß es nicht. Dem bin ich nie nachgestiegen. Ich dachte, vieles, was danach kam, auch sich, wie er sich verloren hat im Leben, ich dachte, wenn er damit sauber abgeschlossen hätte, vielleicht wär manches leichter geworden. Es ändert aber nichts daran, dass er, nochmal, ich bleib dabei, eine Ikone des deutschen Sports. Boris Becker sitzt im Gefängnis, das wird auch daran nichts ändern erstmal. Jeder zahlt dann auch für seine Sünden, manche mehr, manche weniger. Da mag ich mich wirklich nicht zum Richter aufschwingen. Aber ich freue mich, dass ein Typ wie er jetzt wieder zu sich gefunden hat und wieder so zu uns sprechen kann. Bin ich sehr zufrieden damit. Weil Sie die Parallele gerade angesprochen haben, Boris Becker sitzt gerade, während die Wimbledon-Finals anstehen, im Gefängnis aufgrund seiner finanziellen Vergehen. Jan Ullrich hatte extrem schwierige Jahre hinter sich, auch gesundheitlich mit unter anderem Alkohol spielte da eine große Rolle. Gleichzeitig Steffi Graf, die in den USA an der Seite von Andre Agassi, wir konnten es damals alle nicht glauben, als es hieß, die beiden sind ein Paar, ein völlig skandalfreies Leben führt. Wenn Sie so sich daran erinnern, wie Sie die drei, Ullrich, Boris Becker, Steffi Graf, damals als Sportler wahrgenommen haben, hätten Sie gedacht, dass das ungefähr sich so entwickelt, dass es bei Becker und Ullrich immer irgendwie turbulent bleibt und Steffi Graf dann einen radikalen Schnitt macht und, abgesehen von der tollen Arbeit für ihre Stiftung, sie sich doch weitestgehend raushält aus der Öffentlichkeit? Ach, Boris wollte ja auch immer eine öffentliche Figur sein. Und das ist möglicherweise der Preis. Du bleibst dann öffentlich und alles, jede Nuance wird beleuchtet. Ullrich hatte dieses große Ding, mit dem er nicht klar kam, da waren noch persönliche Dinge, das darüber lassen wir nicht reden, familiäre Sachen. So. Steffi Graf hat irgendwann mal gesagt, pass auf, ich habe Tennis gespielt und zwar richtig gut. Hattet ihr Spaß daran? Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und bin mal weg. Und bleibe auch weg. Du hast nie den Eindruck, dass sie sagt, oh, warum erinnert sich niemand an Steffi Graf? Sondern ab und zu liest man, sie ist hier in Deutschland 1,5, 2 Tage für ihre Stiftung. Da steht kein roter Teppich, da stehen keine Trommler da, sondern die macht ihr Ding.
wünsche dann weiterhin alles Gute, fährt nach Hause, kümmert sich um die Familie. Ja, das ist eine Entscheidung, die muss, das können wir gar nicht einschätzen. Wer mal so da oben war auf dem Gipfel und dann, was machst du daraus? Willst du noch ein bisschen weiter haben? Oder sagst du, ist gut, das war's, das war der Teil des Lebens, jetzt mache ich einen anderen Teil und der geht euch ehrlich gesagt gar nichts an. Ab und zu mal ein paar Bilder. Jetzt war sie auf dem Cover, glaube ich, von der amerikanischen Vogue, wenn ich nicht irre. Tolles Bild, ganz toll, aber alles mit einer Distanz und einer Ruhe und friedlich, alles friedlich. Boris, immer, da ist, wenn Boris irgendwo heute noch hinkommt, ist immer, aber er ist hier halt, und in England, man kennt ihn, er sagt ja von sich selber, ich brauche keinen Pass, wenn ich in der Welt irgendwo hingehe. Weil Sie die Ikone Jan Ullrich gerade nochmal, oder ihn auch zur Ikone nochmal gemacht haben aus Ihrer Sicht, diese Radfahrzeit 96, 97, 98, 99, was hat Sie da, wenn wir jetzt das Thema Doping einfach mal ausblenden, wir tun das nicht grundsätzlich, wir wissen, dass da Blutdoping im Spiel war und dass das auch ein schmutziger Sieg war. Was hat Sie trotzdem an dem Typen so beeindruckt, wenn Sie ihn auf dem Rad gesehen haben am Berg? Also erstens, wie er mit Armstrong umgegangen ist, als der gestürzt ist zum Beispiel, also anständig. Er hat gewartet auf ihn, ja. Um sich dann von ihm abhängen zu lassen. So. Aber so war er. Es geht mir doch heute noch so. Ich nachmittags, wenn ich mein Zeug erledigt habe und denke, was mache ich jetzt? Und Tour de France läuft. Ich gucke und denke, hoffentlich, lasst mich mit dem Thema Doping, hoffentlich ist nicht wieder was. Wenn nichts ist, lasst doch mal hoffen, es ist mal nichts, ist es eine faszinierende Sportart. Warum? Weil Sie und ich können auf ein Rad steigen. Dann fahren wir nicht die Berge senkrecht hoch. Aber es ist faszinierend. Und deswegen, in Deutschland gibt es Thurau, den habe ich noch erlebt, den bin ein bisschen älter als Sie. Es gibt eine latente Akzeptanz für den Radsport in Deutschland. Rudi Alti, all das. Und immer in Klammer auf, ja, aber. Leider dieser Sport immer, ja, aber. Ich denke, Mensch, wenn die alle mal abrüsten würden, es bliebe doch genauso, der Abstand bliebe und doch. Und vielleicht die Tour auch ein bisschen kürzer? Und also nicht muss mit irgendwelchen Zeitvorgaben, wo sie wirklich senkrecht Berge hochfahren, wo ich mit dem Auto nicht hochfahren würde und schon gar nicht 3000 Kilometer. Wenn sie mir sagen, wir fahren jetzt 3000 Kilometer durch Frankreich, danke, eher weniger. Das ganze Jahr vielleicht. So, und das verlangt man. Also das entschuldigt nichts. Gib mir doch mal einen Radsport sauber, ist das eine faszinierende Sportart. Es war wirklich großartig, wenn ich daran denke, dass wir damals plötzlich alle in Deutschland diskutiert haben, bei Armstrong gegen Ullrich. Ullrich, der immer im Sattel blieb, wenn es den Berg hochging. Und Armstrong mit diesem Wiegeschritt. Und wir haben tagelang diskutiert. Ja, also jeder in Deutschland, Millionen haben geguckt, was ist jetzt sinnvoller? Muss Ullrich umstellen? Hat er nur eine Chance? Und dann kam Udo Bölz und sagte, er hat übrigens nicht gesagt, quäl dich, sondern hat gesagt, reiß dich zusammen, du Sau. Habe ich jetzt auch noch mal gelesen? Dachte ich auch immer anders. Super. Ich habe immer gedacht, quäl dich, die Sau. Nein, reiß dich zusammen, du Sau. Ja. Super. Ich erinnere mich an die Szene noch. Also nochmal, wir haben das alle geguckt. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, das darf man nicht gucken. Und gucken immer noch, ach, macht's endlich sauber und dann hätten wir es. Wäre schon schön, wenn wir mal wieder jemanden hätten, der die Tour gewinnen kann. Und natürlich mit sauberen Mitteln. Und ich beobachte das bei Jan Ullrich, genau wie Sie es gerade beschreiben. Egal, wo er hinkommt, auch wenn es ein Restaurant oder ähnliches ist, die Leute applaudieren. Die mögen ihn. Man mag ihn und man mag auch gefallene Helden, die wieder aufstehen. Insofern, sehr gern. Wünschen wir Jan Ullrich von dieser Stelle viel, viel Glück für sein weiteres Leben. Und 25 Jahre ist es her. Unglaublich.